Ja, hallo an alle Mitglieder und Interessenten von Hallo Meinung. Mein Name ist André Hoff aus der Nähe von Köln. Das heutige Thema, was ich hier mal kundtun möchte, sind die andauernden Zustände auf dem Neumarkt von Köln. Also, was mich jetzt halt wieder aufgeregt hat und ja, ich zeige es euch am besten, ist ein Bericht aus der Express vom Donnerstag, den 16. Juli 2020. Ich zeige euch das mal. Unternehmer droht Stadt jetzt mit Klagen. Und zwar geht es darum in dem Thema, dass am Kölner Neumarkt, ich erkläre mal kurz, der Kölner Neumarkt ist also quasi in Köln der zentrale Anlaufpunkt. Wenn man also in die Innenstadt möchte, irgendwie, man kommt um diesen Neumarkt nicht vorbei, man kommt da mit der Straßenbahn oder der U-Bahn oder mit dem Bus an und kann dann quasi über diesen Platz gehen und dann in die Straßen mit den Geschäften gehen oder die Museen besuchen. Auf jeden Fall ist das ein ganz zentraler Platz in Köln, der früher in Köln mal das Aushängeschild mit Kölns war. Also nicht nur der Dom und der Domvorplatz, sondern auch der Neumarkt. Und es gibt auch noch einen Weihnachtsmarkt und so auf diesem Neumarkt und nur mal so am Rande. Und der Umstand dessen, weswegen ich mich jetzt darüber so aufrege, dass seit Jahren es so ist, dass auf diesem Platz, unter diesem Platz offen mit Drogen gehandelt wird, diese Drogen da auch konsumiert werden, die Polizei das alles sieht, daran einfach vorbeigeht und die das gar nicht interessiert. Und das finde ich einen unmöglichen Zustand, auch wenn Eltern mit ihren kleinen Kindern da langlaufen und dann sehen, wie die Leute da sitzen und sich die Drogen drücken, die Spritzen wegwerfen, da bedröhnt rumhängen und torkeln. Das ist irgendwie alles in Köln normal. Ich wusste gar nicht, dass in Köln Drogenhandel und Drogenkonsum freigegeben worden ist. Des Weiteren haben sich viele Anwohner darüber beschwert, unter anderem Ärzte, viele Geschäftsinhaber. Man muss sagen, dass diese Geschäftsinhaber in Köln riesen Ladenmieten zahlen für eine Lage an diesem Neumarkt. Und die wurden jetzt auch noch von der Stadt aufgefordert und sie sollten jetzt hingehen und die Spritzen und so und was die dann von diesem Drogenkonsum hinterlassen auch noch einsammeln und wegräumen. Ich finde, jetzt hört es langsam irgendwo mal auf. Ich meine, wenn die Stadt Köln aus irgendwelchen Studien heraus oder sonstigen Sachen festgestellt hat, dass sie besser irgendwo einen kontrollierten Drogenhandel und Drogenkonsum zulassen wollen, was ich ja überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann können sie es ja bitte tun, aber doch nicht auf einem Hauptanlaufpunkt. Das kann man irgendwo an einem Randbezirk von Köln machen. Das muss man nicht mittendrin machen, auf dem Neumarkt. Ich finde das unmöglich, wo auch das Verkehrsdrehkreuz ist, wo man umsteigt von der Straßenbahn in die U-Bahn oder umgekehrt oder aus dem Bus rauskommt, dann die Straßenbahn nimmt oder die U-Bahn und da hängen die Leute da rum und spritzen sich die Drogen und die handeln da rum. Tut mir leid, das ist für mich nicht akzeptabel und da frage ich mich, wo sind wir hier in diesem Staate gelandet? Also auf der einen Seite sind Drogen verboten, da werden so offen gehandelt und konsumiert, also irgendwo muss man doch mal einen Punkt setzen. So geht es nicht. Das ist meine Meinung dazu. Ja, das war es aus aktuellem gegebenen Anlass. Ich hoffe, das Thema hat ein bisschen berührt und ja, das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag.